Hi Leute, willkommen bei TechSnack. Ich habe mir vor kurzem dieses Grip-Kit geholt für die Joy-Cons der Switch, denn ihr wisst es ja selbst, mit denen hier einzeln in der Hand zu spielen, ist es kein Vergnügen, also wenn man sie so rumhalten muss. Sie sind klein, die ZR-Taste stört jetzt mich auch in der Hand, für große Hände sowieso. Und auch mit dem Adapter hier, um dann die SL- und SR-Taste zu drücken, wird es jetzt nicht unbedingt besser. Ich finde die Tasten hier auch richtig schlecht, also der Druckpunkt ist jetzt echt übel, für mich zumindest. Ich spüre nicht, drücke ich jetzt hier wirklich auf die Tasten. Und dann dachte ich, da muss eine Abhilfe her. Und das habe ich dann damit hier auch erreicht. Die gibt es im Zweierpack in mehreren Farben. Ich habe sie mir einmal geholt in Neongelb und in Blau. Es ergibt auch Sinn, dass es diese Halterung im Zweierpack gibt, denn es gibt einen linken und einen rechten Joy-Con. Die unterscheiden ja sich auch etwas. Und das wird auch deutlich, indem man halt hier sieht, hier oben ist ein Plus bei diesem. Bei dieser Halterung und ein Minus bei der anderen, die dann links zu finden ist. Denn wenn man jetzt versuchen möchte, Plus in Minus zu stecken, es geht nicht. Deswegen immer drauf achten, Plus zu Plus, einfach drauflegen, leicht draufdrücken und drin ist es. Und auch wirklich so, fest drin. Die Fassung, muss ich sagen, ist auch sehr gut gemacht. Man sieht dann auch hier ganz deutlich, dass jetzt bei der R- bzw. L-Taste nichts von außen dran drückt, also die passen wirklich perfekt rein. Sind zwar so fest drin, dass da nichts passieren kann, aber man kann sie auch dafür, hinten auf der Rückseite ist ein Loch, sehr einfach rausdrücken. Zack und draußen, also wunderbar. Und für mich das Beste natürlich, außer dass sie so gut in der Hand liegen, hier die SL- und SR-Taste. Wenn man jetzt hier guckt, kann man sehr schön sehen, dass diese kleinen Stifte die Tasten am Controller reindrücken und da bekommt man auch ein bisschen Feedback und merkt auch, dass man die Tasten drückt, also viel besser als die echten Knöpfe von der Switch, muss ich sagen. Die Controller bestehen aus zwei Teilen, einer Vorder- und einer Rückseite, die über vier Schrauben verbunden wurden. Der Controller fühlt sich sehr gut an, besteht aus ABS-Kunststoff, ist matt und etwas samtig in der Hand, also fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Verbindungsstücke der beiden Teile sind auch an allen Stellen gut verarbeitet. Wenn man jetzt hier ganz genau schaut, dann spürt man an ein, zwei Stellen, dass es etwas scharfkantiger ist. Aber ja, für diesen Preis, also die kosten wenige Euro, kann man da nichts sagen. Und ja, die Controller gibt es in mehreren Farben. Einen Link zum Produkt habe ich euch auch in die Infobox reingehauen. Und noch eine kleine Sache, es gibt auch hier diese Daumenkappen für die Controller. Aber ich muss sagen, ohne finde ich den Halt besser. Also die setze ich jetzt nicht drauf. Aber gut, dass es sie gibt. Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich wollte euch einfach nur mal ganz kurz darauf hinweisen, was es hier gibt. Für ein paar Euro hat man einfach so viel mehr Spaß dann mit dieser Halterung dann auch zu zocken. Denn ohne, ja, geht es eher schlecht als recht, aber jetzt habt ihr hier eine Abhilfe und die ist wirklich zu empfehlen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Mich würde es freuen, weitere Videos folgen auf alle Fälle. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.